Guten Morgen. Ja, auch heute Morgen wollen wir uns wieder mit dem Gebet beschäftigen in dieser Morgenandacht. So wie auch schon die letzten Tage und auch morgen und auch heute wollen wir uns intensiv mit dem Gebet in den Morgenandachten auseinandersetzen, weil es unser Schwerpunkt ist für dieses Jahr und uns das Gebet ganz besonders wichtig ist. Heute geht es um Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11 und ich möchte die zu Anfang einmal vorlesen. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Langsam aber sicher kommt ja der Frühjahr. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in den Familien ist, aber bei uns ist der Frühjahr eine Zeit, in der wir viele Geburtstage haben. Und da muss man immer wieder Luftballons aufpusten. Und wenn man so einen Luftballon aufpustet, dann erscheint er vielleicht schon relativ voll mit Luft, aber oft kann man dann immer noch mehr und noch mehr Luft hineinpusten. Und so ähnlich betet Paulus jetzt hier für die Philipper. Er betet, dass sie mehr und mehr überreich werden in der Liebe. Dass sie immer mehr erfüllt werden mit Liebe und darin immer mehr wachsen. Das heißt nicht, dass sie keine Liebe hätten. Ja, sie sind erfüllt mit Liebe. Das wird auch an anderen Stellen dieses Briefes deutlich. Und trotzdem betet er, dass Gott sie noch mehr mit Liebe erfüllt. Aber nicht einfach nur Liebe, sondern Liebe in Erkenntnis und aller Einsicht. Um was für eine Liebe geht es hier? Es geht eigentlich um Liebe im ganzheitlichen Sinne. Es geht um Liebe zu Gott, es geht aber auch um Liebe zu den Menschen. Nicht einfach nur als einen Akt, den ich tun muss, sondern wirklich eine Herzenshaltung, wie mein Herz erfüllt ist von Liebe, die mein ganzes Leben auch dann beeinflusst. Das wird hier sehr deutlich in diesen Versen. Um so eine Liebe, die mein ganzes Leben verändert und prägt, um die geht es. Und da betet Paulus, dass sie immer mehr mit Liebe erfüllt werden. Diese Liebe braucht aber Leitlinien. Sie braucht ein Fundament, auf dem diese Liebe steht. Und dieses Fundament wird dadurch sichtbar, dass er davon spricht, dass diese Liebe in Erkenntnis und in Einsicht geschehen soll. Unsere Liebe, die wir haben sollen, die uns erfüllen soll, muss ein sicheres Fundament haben auf dem Evangelium. Die Liebe, die wir haben können in unserem Herzen, sie resultiert eigentlich nur aus der Liebe Gottes, die wir erkennen dürfen in seinem Wort. Lesen wir zum Beispiel in Römer 5, da erfahren wir, dass Gottes Liebe offenbar wurde durch sein Werk am Kreuz, dass er für uns starb, dass er bereit war, für uns sein Leben hinzugeben, um uns zu retten. Darin wird seine große Liebe sichtbar, wie er aufopferungsvoll sich hingibt und den größten Preis bezahlt für uns. Das Evangelium ist ein Liebesbrief. Es ist ein Zeichen dessen, wie sehr Gott uns liebt. Und auf diesem Fundament, auf dieser Grundlage steht unsere Liebe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Evangelium immer mehr erkennen, immer mehr verstehen. Denn es führt dazu, dass wir auch immer mehr Gottes Liebe erfahren, erkennen, darin Einsicht haben. Aber Gottes Liebe ist für uns auch Vorbild. Zum Beispiel in Epheser 5 wird es deutlich, wenn Paulus zum Beispiel an die Ehemänner schreibt, liebt eure Ehefrauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat für sie. Also Gottes Liebe für uns ist unser Vorbild auch in praktisch gelebter Liebe. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass wer immer mehr mit Liebe erfüllt werden möchte, dessen Liebe muss gegründet sein auf Gottes Wort und Gottes Liebe, auf dem Evangelium, auf seinem Vorbild, was Liebe eigentlich bedeutet. Und wer so immer mehr in Einsicht und Erkenntnis von Gottes Liebe wächst und dadurch auch immer mehr Liebe selber im Herzen hat, dessen Leben resultiert oder das resultiert in Frucht. Ja, er sagt es hier, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Also mein Leben verändert sich, wenn ich von so einer Liebe erfüllt bin. Es bringt Frucht hervor, mein Leben, wenn Liebe mein Leben prägt. Und ich glaube, in diesen Versen wird auch so deutlich, wie wichtig die Liebe ist, dass sie bei uns ist, dass wir wirklich von Liebe geprägt sind. Wir können oft so beschäftigt sein, so vieles tun, so vieles machen, ja auch als Gemeinde. Wir haben im Moment viele Projekte, wir haben viele neue Mitglieder, die dazugekommen sind und es ist viel zu tun. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht einfach nur beschäftigt sind und tun und machen, sondern alles, was wir tun,
aus einer Liebe resultiert, die wir für unseren Herrn und auch für die Menschen um uns herum haben. Weil wenn wir keine Liebe haben, 1. Korinther, dann wissen wir, dass das eigentlich alles nichts ist. Es ist die Liebe, die unser Herz prägen muss und aus der heraus als Resultat Frucht hervorgehen sollte. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass unser Dienst und unser ganzes Leben eigentlich eben mit der Liebe beginnt. Und deshalb ist es das höchste Gebot. Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Daraus resultieren all die anderen Anweisungen für uns. Und deshalb ist das heute Morgen eine Erinnerung, dass wir genauso wie Paulus beten dürfen für unsere Gemeinde in Köln-Ostheim, dass wir aber auch für uns beten dürfen, dass wir in Liebe wachsen, dass wir immer mehr und mehr erfüllt werden mit der Liebe Gottes. Denn ihr Lieben, das ist eine Herzensveränderung. Es ist etwas, das in mir passieren muss. Und das kann ich nicht einfach nur in mir produzieren. Ich kann nicht einfach nur einen Drei-Schritte-Plan ausführen und dann habe ich mehr Liebe im Herzen. Sondern ich bin davon überzeugt, dass echte Liebe, die mein Leben von innen heraus nach außen verändert, das ist eine Liebe, die aus dem Herrn kommt. Eine Liebe, die er uns schenkt. Eine Liebe, mit der er uns prägt. Und die ein Resultat der Erkenntnis des Evangeliums ist. Deshalb möchte ich dich ermutigen, bete zum Herrn heute Morgen, dass er dir immer mehr diese Liebe schenkt, immer mehr Erkenntnis und Einsicht seiner Liebe. Bete gerne auch für unsere Gemeinde. Lasst uns hier einstehen, dass wir als ganze Gemeinde immer mehr von dieser Liebe erfüllt sind und dadurch auch als Gemeinde völlig ausgerichtet sind auf den Herrn und alles, was wir tun, wirklich nur zu seiner Ehre tun. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch noch einen schönen Samstag.